Hallo und herzlich willkommen beim FC Bayern. Enden in diesem Sommer große Fußballerkarrieren. Und ich will heute mit einem Mann sprechen, der Welt- und Europameister war, der zweimal die Champions League gewonnen hat. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus der Liste seiner vielen, vielen Titel. In den letzten 3 Jahren hat er das Spiel des FC Bayern maßgeblich geprägt. Es ist der 30. August 2014, nur ein Tag nach dem offiziellen Wechsel von Xabi Alonso nach München. Es ist das Bundesligaspiel gegen Schalke 04. Von Anfang an auf dem Platz Xabi Alonso. Er ist Donnerstagabend gelandet, hat ein Training mit der Mannschaft in Düsseldorf gemacht, wo die Mannschaft damals übernachtet hat. Und erstes Spiel dann in Schalke. Wir saßen alle auf der Tribüne, waren neugierig, weil er spielte von der ersten Minute an nach einer Trainingseinheit. Und der hat dort gespielt, als wenn er 5 Jahre dort praktisch Spielmacher schon das Zepter in der Hand gehabt hat. Der Beginn einer tadellosen Laufbahn beim Rekordmeister. Xabi Alonso etablierte sich beim FC Bayern, entwickelte eine Führungspersönlichkeit. In seinen 3 Spielzeiten wurde der gebürtige Spanier 3-mal deutscher Meister sowie 1-mal DFB-Pokalsieger. Unfassbar Xabis Bilanz beim FC Bayern München. Er ist der Ballmagnet. 90% seiner Pässe kamen an. Seit seinem Wechsel 2014 hatte Xabi die meisten Ballaktionen in der Bundesliga und hat die meisten Pässe gespielt. Xabi Alonso ist und war der perfekte Mittelfeldstratege. Beim FC Bayern das Bindeglied zwischen Verteidigung und Mittelfeld, der Ruhepol der Mannschaft. Xabi Alonso beendet eine unfassbare Karriere. Eine einmalige Laufbahn im Profifußball. Eine Karriere für die Geschichtsbücher der Fußballwelt. Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass Xabi Alonso jetzt hier bei uns im Studio ist. Servus, Xabi. Servus. Xabi, du hast ja sehr gut Deutsch gelernt in den letzten 3 Jahren hier beim FC Bayern. Deswegen werden wir jetzt erstmal auf Deutsch sprechen, diesen Talk. Und wir wollen unsere Gäste immer ganz gerne etwas genauer kennenlernen. Deswegen die erste Frage an dich. Wie würdest du den Fußballer Xabi Alonso denn selber beschreiben? Well, ist nicht einfach. Normalerweise ich will nicht so viel über selbst zu sprechen, aber natürlich, ich war immer ein Profi, ich war immer ein Mannschaftsspieler, immer denken über was war besser für die Mannschaft, wie meine Kollegen zu helfen, eine Lösung zu geben und immer in der Mitte, ein bisschen die anderen Spiele, das war meine Arbeit. Ja, du sagst, du warst immer ein Mannschaftsspieler, auch alle Kollegen, alle ehemaligen Mitspieler, die über dich sprechen, sagen, toller Typ, hat einen super Charakter. Wie würdest du dich denn selber als Menschen beschreiben? ich weiß nicht, aber ich habe immer eine gute Beziehung mit meinen Kollegen. Ich probiere ihnen zu helfen, die jungen Spieler, die Spieler mit mehr Erfahrung. Wir müssen das machen und seit ersten Tag habe ich sehr gut mir gefühlt hier bei Bayern und ich bin stolz mit meiner Zeit hier bei Bayern. Beim FC Bayern auch mit vielen anderen großen Fußballern zusammengespielt. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ist die Beziehung hier zu deinen Mitspielern beim FC Bayern? Herrlich zu sein, die Stimmung in die Kabine ist fantastisch. Glaube ich, wir haben einen guten Mix. Ich bin ein junger Spieler und Spieler mit mehr Erfahrung. Sehr lustig. Wir verbringen viele Zeit zusammen. Und diese gute Stimmung ist sehr wichtig für die Mannschaft. Viele junge Spieler, du sprichst es an, diese jungen Spieler braucht es, denn du hörst auf, Philipp Lahm hört auf. Wen siehst du denn vielleicht als Nachfolger für dich im Mittelfeld? Joshua Kimmich hat in den letzten Wochen ziemlich gute Leistungen auf der Position gebracht. Ja, natürlich. Josh, er hat eine große Zukunft zu haben. Auch Renato, Spieler mit Erfahrung, aber noch jung wie Thomas. Mit Thiago, mit Mats, mit Xabi, sie haben, glaube ich, die Mannschaft, die Struktur ist sehr stark und das ist sehr wichtig für das Projekt in den nächsten Jahren.
Der FC Bayern ist ja ein sehr großer Verein. Du hast vorher schon beim FC Liverpool gespielt, bei Real Madrid, davor natürlich auch bei Real Sociedad. Wenn du den FC Bayern vergleichst mit Real, mit dem FC Liverpool, wo sind da die Unterschiede oder vielleicht auch Ähnlichkeiten? Well, es ist schwer, aber sicher ist ein der größten Vereine in der Welt. Irgendwo wie gehen, wir haben viele Fans. Ist sehr populär in den USA, in China, irgendwo in der Welt. Und glaube ich, die Marke Bayern Munich ist großer Respekt in der Welt hat. So, Xabi, wir haben gerade eben schon Bilder gesehen von deinem Start beim FC Bayern. Und jetzt wollen wir natürlich auch schauen, auch zurück auf die Karriere beim FC Liverpool und bei Real Madrid. Das waren die großen Erfolge von Xabi Alonso. Es ist der Beginn einer beispiellosen Karriere, der Karriere von Xabi Alonso. Im Dezember 1999 gibt der damals 18-Jährige sein Debüt bei seinem Heimatverein Real Sociedad. 5 Jahre verbringt Alonso mit einem Jahr Unterbrechung bei Sociedad, reift zum absoluten Topspieler. Von Anfang an zeichnet sich Xabis Torgefährlichkeit, sein Riecher für die richtigen Spielentscheidungen und sein unfassbares Auge ab. 2004 dann der Ruf von der Insel. Der FC Liverpool wird auf den Wunderknaben aufmerksam und verpflichtet Alonso. Direkt im ersten Jahr der erste Titel. Champions League-Sieger Xabi Alonso. Unvergessen auch sein Jahrhunderttor aus 55 Metern Entfernung gegen Newcastle United. Es sind diese Szenen, seine Präsenz auf dem Platz, die Alonso schließlich zu den Königlichen führt. Real Madrid, das nächste Kapitel seiner Traumkarriere. Mit den Madrilenen wird er einmal Meister und holt zweimal den spanischen Pokal. Sowie 2014 seinen zweiten Champions League-Titel. Was für eine Karriere von Xabi Alonso. Bei Real Sociedad hat es angefangen, dann Liverpool, dann Real. Und das Besondere an unserem Talk heute, wir haben gerade eben schon gehört, Xabi, du hast super gut Deutsch gelernt in den 3 Jahren hier. Jetzt darfst du weiter auf Spanisch antworten. Ich werde weiter die Fragen auf Deutsch stellen. Wir haben gerade gesehen, du hast so viele Titel gewonnen, auch in England und in Spanien. Du warst Pokalsieger, du warst Meister, du hast die Champions League gewonnen. Wenn du mal zurückdenkst, schon eine große Karriere. Sí, la verdad es que mirando hacia atrás nunca hubiese pensado haber ganado tantas cosas y te llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Pero han sido muchas experiencias en muchos sitios diferentes y estoy muy contento, ¿no? Tal y como ha ido. Llega al final, da un poquito de vértigo, pero creo que es el buen momento para hacerlo. Mit dem FC Liverpool, mit Real Madrid, mit dem FC Bayern, da ist es fast klar, dass man große Titel gewinnen kann. War ein ganz besonderer Titel oder eine Auszeichnung für dich, dass du 2003, vor 14 Jahren, Spaniens Fußballer des Jahres geworden bist bei Real Sociedad? Ja, sí, fue una temporada mágica con la Real, porque ganar títulos con el Liverpool o con el Madrid o con el Bayern es normal. Pero hasta la última jornada tener la posibilidad de ganarlo con la Real eso hubiese sido como ganar el Mundial prácticamente. Y es una espina clavada que se ha quedado ahí, como no lo fue ganar la Premier con el Liverpool o no ha sido posible ganar con el Bayern la Champions. O sea que son 3 espinas que se me quedan, pero bueno, hubiese sido demasiado bonito probablemente. Und ganz besonders war, glaube ich, auch dieses Champions League Finale 2005 mit Liverpool gegen Milan. Ihr lagt 0-3 zurück zur Pause. Du hast das 3-3 gemacht in der zweiten Hälfte. Ihr gewinnt das Ding. Wie sind die Erinnerungen daran? Bueno, yo creo que todo el mundo se acuerda de esa final, ¿no? Porque fue un milagro. Parecía que estaba todo perdido. El Milan era un equipazo. Y pasó lo impensable, ¿no? En solo 6 minutos empatamos el partido y acabamos ganando la final. Y para mí, yo tenía solo 22 años, era mi primer año en Liverpool y estaba como en una nube, estaba alucinando. Schon besonders. Real Madrid,
Mit denen hast du 2014 die Champions League gewonnen. Jetzt haben die dieses Jahr die Chance, den Titel zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Eine historische Chance. Vielleicht kannst du an der Stelle erklären, was macht Real als Verein so besonders? Bueno, yo creo que para el Madrid es la Champions, lo es prácticamente todo, ¿no? Y recuerdo cuando ganamos la décima, nos había costado mucho. Llevábamos muchos años llegando a semifinal, estábamos muy cerca, pero no conseguíamos. Y el ganarla fue como nos quitamos un gran peso de encima y es cuando ya formas parte de la historia del Madrid y ahora mismo pues están en otra posición de repetirlo por segunda vez y yo creo que pueden hacerlo. Bei Real spielen natürlich auch viele Spieler aus der spanischen Nationalmannschaft, mit der du auch große Erfolge geholt hast. Zweimal Europameister, einmal Weltmeister. Das war ja eine richtige goldene Ära von Spanien. Was hat euch in diesen Jahren so stark gemacht? No sé, yo creo que nos juntamos un grupo de jugadores que sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, solo podíamos jugar de una manera, pero lo hacíamos muy bien y éramos muy competitivos. Y al final tuvimos la suerte de, como has dicho, vivir los años de oro, ¿no?, del fútbol español, dos Eurocopas y un Mundial. Y va a ser muy difícil repetirlo y nos va a quedar para toda la vida. Also wirklich goldene Jahre für Spanien. An dieser Stelle, Xabi, was bedeutet Fußball für dich? Bueno, no entiendo mi vida sin fútbol, ¿no? Porque desde pequeño lo he vivido. Primero con mi padre cuando fue jugador, pero siempre nos ha gustado y mi vida siempre ha estado en torno al fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer en torno al fútbol? Por lo tanto, ha sido muy intenso. Lo he vivido desde dentro. Pues como a mí me gusta, con mucha pasión, con mucho compromiso vivirlo. Ahora llega otra etapa y ahora pues es otro reto para mí, para demostrar, para demostrarme a mí mismo. Y luego, después de un tiempo tranquilo, yo creo que volveré al fútbol. No sé cómo, pero volveré. So, Xabi, jetzt haben wir über deine glorreiche Karriere geredet. Und da deine Karriere endet, haben wir noch eine Überraschung für dich vorbereitet. Wir haben nämlich einige Glückwünsche für dich eingesammelt. Xavi, bueno, simplemente desearte lo mejor para lo que te viene. Creo que has hecho una carrera impresionante, ganando todo lo que se puede ganar y estando en las mejores ligas del mundo y en los mejores equipos. O sea que simplemente te felicito por todo. Y nada, desearte que tengas un gran final de año, una gran retirada como te mereces, que te hagan todos los homenajes que realmente mereces sin duda y te deseo lo mejor de cara al futuro. O sea, un abrazo muy fuerte, crack, y a ver si nos vemos pronto. Hi, Xavi. I feel sorry to see you retiring from football. You will be missed a lot. But anyway, congratulations on your amazing career. It was a huge pleasure to playing with you, and I enjoyed every moment. I wish you all the best in the future and in everything what you do. I'm sure you will be successful like you were as a player. Enjoy with your family, my friend, and good luck. Big hug. Hola, Xavi. Quería empezar el video pues contando la anécdota cuando era niño, que estaba con mi padre en la Ciudad Deportiva de Valencia y bueno, vino a jugar el Antiguoco. Y a los 10 minutos de partido me dijo mi padre, ¿ves a ese del centro del campo? Y le dije, sí. Me dijo, pues ese va a jugar en primera división con una pierna. Así que bueno, creo que no se ha equivocado. Creo que bueno, solo hay que ver todo lo que has hecho por el fútbol y nada, que ha sido un orgullo ser tu compañero, vivir tantas cosas contigo y sobre todo pues tener una amistad contigo. Creo que es un placer y me llena de felicidad, ¿no? El poder decir esto y bueno, que te mando un fuerte abrazo y bueno, que no te gustan mucho los abrazos, pero bueno, es lo que hay, así que nos vemos pronto, comandante. Chao. Opa, Xavi, lo primero es mostrar mi admiración por tu carrera deportiva. Siempre en lo más alto, pero siempre llevado con muchísima discreción. Creo que para cualquier joven que quiera jugar en esa posición, eres el referente a imitar. Recuerdo que el año del subcampeonato, el míster nos reunió a todo el equipo en el círculo central y nos preguntó a ver quién era para nosotros el jugador más rápido del equipo. Entonces nosotros teníamos tres o cuatro jugadores realmente rápidos y los jugadores pues fueron diciendo esos nombres. El entrenador dijo que no, que para él el más rápido era Xabi Alonso.
nosotros nos quedamos un poco sorprendidos y uno le preguntó al míster por qué. Y él dijo que para él Xavi era el jugador que más rápido pensaba lo que había que hacer en el campo, lo ejecutaba con rapidez y acierto. Con él el balón no pasaba demasiado tiempo en sus pies, siempre circulaba rápido. Y eso para un mediocentro es lo máximo. Enhorabuena por todo lo conseguido. Me alegra mucho poder haber jugado contigo. Un abrazo de corazón y nos vemos por Donosti. Aupa Xavi, aupa Alianza Arena, que nada, Xavi, mandarte un fuerte abrazo y decir que ha sido un placer haber jugado contigo. Es un ejemplo para todos como persona y como futbolista. Hoy el fútbol deja un crack. Un abrazo para todos. Bueno, Xavi, darte la enhorabuena por tu trayectoria, que creo que ha sido sensacional, y darte las gracias, ¿no? Porque creo que todos los que hemos venido de la cantera, pues para nosotros ha sido un ejemplo, tanto dentro como fuera del campo, que has dado auténticos recitales, y nada, desearte lo mejor para el futuro y que estamos orgullosísimos de tu trayectoria y de ser tu amigo. Así que nada, a estirarte. Xavi, I will never forget you. This quality of pass, okay, with a few players, but like you, I don't know. Look, congratulations on your career. You did amazing. I know it's hard, you know, I retired a few years ago. It's hard, but look, you have nothing to prove. You did your best. You showed that, you know, in your position, you were one of the best. Again, congratulations, and enjoy your time with your family. Now, you know, you're going to have a lot of free time. But really, congratulations and thank you for all you've done for us. Really, thank you and congratulations. How about Xavi? How are you, my friend? Nothing, just wanted to wish you all the best for the future. You had an amazing career. I will enjoy it very much. It was a pleasure to play next to you in the national team in Liverpool. And just wanted to thank you for all the memories. All the best and see you soon. Bye, mate. Xabi, Stevie G, hope you're well, mate. I just want to say a huge congratulations on your retirement. What a special career, fantastic player. For me, probably the most enjoyable partner throughout my career as a midfielder. The best passer of a ball I've ever played with. And you deserve all the accolades that you get, mate. What a special career for club and country. I'm very jealous of you having a World Cup winner's medal. I'm very jealous of you having league titles in Germany and Spain, but you deserve it, mate. And as I said, I couldn't ask for a better midfield partner. And when you left, it broke my heart. But you'll always have a special place at this football club, and you're always welcome to come and visit. Enjoy your night. Xavi, gracias por tener el coraje de venir a Múnich a estar estos dos años juntos. No veo la hora que te sientes en los banquillos y te pueda ver entrenar a tus equipos. Seguro que agarras lo mejor de todos tus maravillosos entrenadores que has tenido, de lo que has aprendido de tus jugadores, porque tu curiosidad por el fútbol es infinita. Te deseo lo mejor, gracias por este regalo de estar juntos de este tiempo. Disfruta de tu tiempo, pero te apuesto que en 6 meses ya no aguantarás más y empezarás a prepararte para ser entrenador. Te espero en los banquillos. Un fuerte abrazo. Todo lo mejor. So viele wow. Alte Weggefährten, von Rafa Nadal bis hin zu Pep Guardiola. Wow. Xabi, wow. Wie fühlt sich das an, das alles zu sehen? Ha sido una muy, muy bonita sorpresa, con gente muy especial para mí, que me ha emocionado mucho y nada, pues devolverles todo el cariño, todo el agradecimiento, porque los quiero mucho a todos y nada, ya, pues eso, ya está. Xabi, man kann sich dich ohne Fußball, Fußball ohne dich fast nicht vorstellen. Deswegen muss eine Frage noch sein, wie geht's weiter nach der Karriere? Ah, ja, eine große Frage, aber veremos. Ahora sí que voy a tener un tiempo tranquilo y sí que mi cabeza piensa un poco más allá y me veo en el fútbol, pero ja tendré tiempo para decidir. Veremos cómo encajo. Erstmal ein bisschen Auszeit, das hast du dir auch verdient. Ja. Herzlichen Dank, Xabi, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Hut ab auch von mir für eine große Karriere und nochmal großes Lob, wie gut dein Deutsch geworden ist hier. Oh, vielen Dank. Bayern. Danke, vielen Dank für alles.